Am Freitag, dem 28. Juli 2023, war es wieder soweit. Die Bauarbeiten der aus Paletten und sonstigen Holzabfällen erstellten Hütten wurden abgeschlossen. Gegen 11 Uhr hatte sich eine große Gruppe von Kindern, Jugendlichen und Eltern am Sportzentrum Süd eingefunden, um die fertiggestellten Bauwerke ihrer Kinder zu besichtigen. In diesem Jahr hatten wir über 50 Anmeldungen. Wegen dem Wetter schätzungsweise sind ein paar nicht gekommen, aber ich würde sagen, wir waren so zwischen 40 und 50 Kindern teilweise hier am Ort. Es richtet sich an alle Dülmener Kinder ab 8 Jahren. Nach oben hin ziehen wir dann doch auch eine Grenze, also so bis 15 mit Ausnahmen. Mit der Hüttenbauaktion setzten die Verantwortlichen der neuen Spinnerei eine Tradition fort. Denn bereits seit Jahren läuft das Projekt mit großem Erfolg. Ich kenne das Projekt schon viele Jahre, habe selber 2 Kinder, wohnte damals in Dülmen und in den Sommerferien war das immer ein tolles Projekt. Wie kommen Sie an das Material? Hier ist ja eine ganze Menge Holz verbaut. Ganz viele Holzplanken werden gekauft, da steht ein Budget zur Verfügung. Wir haben auch das Glück, dass wir viel gespendet bekommen, die ganzen Paletten alle gespendet worden. Und auch das Zelt, was hier steht, das große, das ist auch sehr günstig zur Verfügung gestellt worden. Auch diesmal wurde die gesamte Aktion wieder ein großer Erfolg. Denn rund 10 verschiedene Hütten wurden fertiggestellt. Bei einigen gab es sogar etwas zu kaufen. Die Hütten sind alle super unterschiedlich, alle haben irgendwie was Cooles an sich. Klar, bei den Älteren sind die Hütten dann auch ein bisschen professioneller gebaut. Also wir haben hier echt teilweise Gruppen, wo man denkt, ui, also ein Hut ab. So, genau, aber jedes Haus hat irgendwie seinen Charme. Die Hütten haben eigentlich jede eigene Namen. Und sie haben auch verschiedene Funktionen. Wir haben da so einen Kiosk, wir haben Dosenwerfhütte. Bei den Kindern und Jugendlichen kam die Hüttenbauaktion auch in diesem Jahr wieder gut an. Besonders das selbstständige Planen und Werken fand den größten Zuspruch. Das Hüttenbauen und das mit dem Hammer und das macht halt eben sehr viel Spaß, weil wo ich wohne, da baue ich halt eben nur so mit Stöckern und nicht mit so richtigem Holz und so. Das Sägen und das hat mir richtig alles so gefallen mit dem Bauen. Die Organisatoren waren mit dem Ablauf des Projektes ebenfalls sehr zufrieden. Sie hoffen auf eine Fortsetzung der Hüttenbauaktion im kommenden Jahr.